Sah ein Knab ein Röslein stehen. Vati. Röslein auf dir. Vati! Was denn? Vati, könntest du bitte von der Freundlichkeit sein und für einen Moment dein Gesänge einstellen? Wie? Dir gefällt es wohl am Ende nicht, oder wie? Na ja, dann kann ich ja etwas anderes anschauen. Ich wäre dir unendlich dankbar, wenn du mich für einen Augenblick mit einer Atmosphäre der Stille umgeben könntest. Ich schreibe meine Schularbeit. Na dann gut, wenn du das so schön sagst. Und was schreibst du da eigentlich? Ich bereite mir eine Rhetorikübung vor. Wie? Eine Rhetorikübung? Ja. Und siehe da, mich alten, redseligen Dauredner, ersuchst du nicht einmal um Hilfe? Papi, ich danke dir mit aller Kraft, die mir zur Verfügung steht, aber ich verfolge schon sozusagen einen Gedanken. Aber dann will ich ihn mit dir verfolgen. Aber Papi... Merke dir, als ich noch im Anglerverein reden hielt, sagten alle, wie der alte Chromosthenes. Na schön, Papi. Ich will dein Angebot akzeptieren, aber um es dir einigermaßen zu erklären, dieser Gedanke... Warte, Gedanke, das ist gar nicht wichtig, gar nichts. Die Hauptsache, du sagst etwas. Nun ja. Warte, gib das Papier her, schauen wir uns das an. Einleitung, naja, das ginge so, ja, das ginge so. Aber was ist denn das da? Das muss raus. Ich möchte noch daran erinnern, das sagt doch kein Redner. Aber ich möchte doch wirklich an etwas erinnern. Na gut, dagegen habe ich nichts, aber sagen muss man das anders. Man sagt das etwa so. Ich gedenke, noch ein Problem aufzuwerfen. Bessere das aus. Aber ich gedenke doch nicht. Aber du wirst gedenken und fertig. Da hilft man ihm und er gedenkt nicht einmal so zu gedenken. Weiter. Na bitte. Da hat er, wir müssen uns klar machen, spricht man denn so? Das ist doch keine Ausdrucksweise. Wir müssen uns klar machen, raus damit und schreibe. Es ist notwendig, sich klar zu werden. Und dahinter kommt ein Gedankenstrich. Da wirst du dann schweigen, weißt du? Und warum soll ich schweigen? Na, damit jeder gespannt ist, was dann kommt. Naja, aber was kommt dann? Was weiß ich? Wir müssen schon etwas finden. Das muss man so hinstellen, dass es sitzt. Aber wie soll man das hinstellen, wenn es stehen soll oder sitzen oder stehen oder... Jetzt hast du mich ganz durcheinander gebracht, Papi. Ich weiß gar nicht mehr, wovon ich reden wollte. Aber das macht doch nichts. Die Hauptsache, du sagst es schon und mit Nachdruck. Oder da bei allen Möglichkeiten, na, sagt das ein Redner? Und was sagt ein Redner? Er sagt völlig selbstverständlich, bei verschiedentlichen Mehrseitigkeiten. Schreib's gleich auf, sonst vergesse ich es. Verschiedentlich Mehrseitigkeiten. Meine Güte, du mein Gott. Ja, und wenn du dann redest, so hudle nicht und ab und zu kannst du überhaupt aufhören. Ja, und warum? Aha, damit die Leute verstehen, nicht wahr? Unsinn, damit sie glauben, dass du überlegst. Oder hier, da hast du ein Fremdwort. Detail, was du überhaupt, was es bedeutet. Na sicher weiß ich das.
als du vor kurzem Bier mit Umlaut U geschrieben hast und ich dich darauf aufmerksam machte, hast du gesagt, das ist nicht der Rede wert, das ist ein Detail. Ja, richtig. Man sieht, dass mein gutes Beispiel sich bei dir wohltuend auswirkt. Na dann, wo sind wir nun bei deiner Rhetorikübung angelangt? In einer Sackgasse, Papi. Was heißt Sackgasse? Engpass, sagt man. Merk dir das. Jetzt schreibe dir hier noch einige wichtige Wörter auf. Das heißt also gewiss, nicht wahr? Das heißt also gewiss, nicht wahr? Und warum? Wozu soll das gut sein? Wozu? Wenn du nicht mehr aus- und einwissen wirst, dann kommen dir diese Worte sehr gelegen und du wirst wieder eine Weile Ruhe haben. Wenn ich mir das so anschaue, Papi, sehe ich, wir haben es eigentlich ziemlich kurz. Und da weißt du dir nicht zu helfen? Du sagst es zuerst von vorn auf, dann von hinten und fertig. Pass nur auf, dass du nicht damit endest, womit du angefangen hast. Aber der Lehrer hat uns gesagt, es soll sachlich sein. Wird es auch sein. Da wirst du Sachen drin haben. Oje! Oh yeah. Und auch, dass es kurz und bündig sein soll. Kurz und bündig kann es auch sein, aber nicht zu kurz, damit die Leute nicht glauben, dass du irgend so ein Dummkopf bist, weißt du? Und was könnte man da noch? Es ist auch gut, wenn man das da sagt. Und darum frage ich euch alle, die ihr da steht und liegt, was sagt ihr dazu? Sprecht und so weiter. Das ist sehr gut, so etwas. Und wenn Sie sitzen werden? Du sollst mich nicht immer gleich so wörtlich nehmen. Das nimmt ja niemand so genau. Und hör mal, worüber sollst du da eigentlich sprechen in deiner Rhetorikübung? Was wolltest du da sozusagen? Na, ich wollte über die Pflanzung von Bäumen sprechen. Na, siehst du? Da musst du vor allem danach trachten, dass du das, nicht wahr, nicht immer nur so, wie du es immer machst und dann hauptsächlich, schau, alles, was ich dir da gesagt habe, passt da wunderbar. Das passt für das Pflanzen von Bäumen wie angegossen. Da kann man so viel darüber reden, oje. Ja, und vor allen Dingen will ich sagen, wie man die Setzlinge pflanzt. Aber naja, was hältst du dich mit solchem Blödsinn auf? Das weiß doch jeder. Pack die Sache von einem anderen Ende an. Und von welchem? Aber hör doch, hast du denn kein bisschen von dieser, von dieser Fantasjalousie? Du kannst von mir aus mit Frühlingsblumen anfangen, die im Abendrot der aufgehenden Sonnenwende erstrahlen, nicht wahr? Etwas aus dem Leben gegriffenes, wie man sagt. Von den Bienen, die emsig herumfliegen und Nektar saugen und summen. Na, siehst du? Da hast du's. Hauptsache, ein bisschen nachdenken und dann fallen dir die tollsten Sachen ein. Und ich könnte vielleicht mit der herbstlichen Pflaumenlese enden. Na, das könntest du. Enden wirst du leider müssen, natürlich. Das geht ja gar nicht anders. Papi, ich glaube, wenn es um Baumpflanzung geht, dann sollte man doch etwas von... Du hör mal, lass mich mit solchem Blödsinn in Ruhe. Du hast dir da wieder was in den Kopf genommen und hörst nicht auf. Dann sag es zum Schluss in einem Satz. Schau lieber, dass du die Redewendungen auswendig lernst, über die ich dich belehrt habe. Na, ich hoffe, dass alle verstehen werden. Moment mal.
Du sollst nur reden. Und was sonst vor sich geht, darum kümmere dich einfach nicht. Na also, du bist schon zurück? Also, erzähle, wie war's denn? Erfolg? Ein Riesenerfolg, Papi. Wirklich? Wirklich, das hast du einfach nicht gesehen, was da in der Klasse vor sich ging. Na siehst du, das freut mich. Hab ich mir's doch gleich gedacht. Weißt du, Vati, das war so. Zuerst habe ich das Problem des Lochgrabens aufgeworfen. Sehr richtig. Und der Herr Lehrer riss die Augen auf. Nee. Ja. Was du nicht sagst. No, und dann fuhr ich mit den verschiedentlichen Mehrseitigkeiten im sonnenwendigen Abendrot fort. Und der Herr Lehrer ist blass geworden. Nee, wirklich? No. Und er hält sich mit den Händen am Tisch fest und schien überrascht gewesen zu sein. Wie sollte er auch nicht scheinen, nicht wahr? Und als ich zur Pflaumenlese kam, schnappte er ein paar Mal nach Luft. Was machte er? Er schnappte. Er schnappt. Na und? Und dann wirkt er mit Anstrengung hervor, dass entweder er schwachsinnig ist oder ich. Wieso, wieso? Und was hast du darauf gesagt? Ich habe gesagt, dass es notwendig ist, sich darüber im Klaren zu sein. Na und er? Dann sagte ich, das heißt, also, gewiss. Nicht wahr, das sagte ich einige Male. Und dann machte ich eine Kunstpause, während welcher Kunstpause der Herr Lehrer zu Boden ging. Was? Na? Der Herr Lehrer? Ich meine, wie? Unmittelbar. Der Herr Lehrer lag, die Mitschüler sprangen auf, was ich gleich ausnützte, indem ich sagte, bitte sehr, ich frage euch alle, die ihr hier liegt und steht, was sagt ihr dazu? Das hast du gut gesagt. Aber weißt du, der Herr Lehrer, das will mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Ich war auch gewissermaßen ein wenig überrascht, aber ich kümmerte mich nicht darum, So wie du es mir gesagt hast und habe weitergeredet. Na gut, das ist richtig. Und weiter? Na und als ich gerade die Bienchen in den Engpass trieb, kam der herbeigerufene Herr Direktor in die Klasse, legte mir die Hand auf den Kopf, genauer auf die Stirn und schickte mich nach Hause. Aber warum? Das kann ich nicht begreifen. Und dann sagte er, dass der Doktor zu uns kommt. Na, das wird gewiss dieser Doktor von der Physiophilologie sein. Er wird wohl fragen kommen, wo du diese Ausdrücke her hast. Das kannst du dir denken, dass ihm das auffallen muss. Aber damit du weißt, Hurwinek. Ja. Dass ich ein guter Vater bin. Ja. Brauchst du ihm gar nicht zu sagen? Ja. Dass wir das miteinander gemacht haben? Ja. Dass ich dir sozusagen, ich will dir den ganzen Ruhm gern allein überlassen. Ja. Aber merkst du etwas? Was denn, Papi? Welche riesige Kraft, welche ungeheure Macht ein gut gewähltes Wort ausüben kann? Gut, 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 das genügt schon. Das genügt schon. Gestimmt ist es, wir können beginnen. Schau nicht so schlecht gelaunt, Hurwinek, sonst schmiere ich dir eine. Musik kann man nur,
Mit Liebe machen, verstehst du? Aber Papi, wenn's mich nicht freut. Nicht freut, nicht freut. Wo gibt's denn sowas? Hausmusik wird in allen besseren Familien gemacht. Also auch bei uns. Das gehört sozusagen zum Bonton. Bonton? Ja. Was ist denn das Bonton? Bonton? Ja. Das ist doch der gute Ton, verstehst du? Das ist der gute Ton. Na also. Was ist das, der gute Ton? Der gute Ton? Ja. Na, der gute Ton ist Bonton, das ist ganz klar, nicht wahr? Ja, das ist ganz klar. Na, siehst du. Was ist das Bonton? Papi, Bonton, was ist das? Jedenfalls nicht zu essen. Papi, was bedeutet das? Was? Bonton! Donnerwetter, lass mich schon in Ruhe. Aber wenn ich dich frage, was Bonton ist, kannst du es mir doch sagen. Oder weißt du es selber nicht? Natürlich weiß ich's. Was ist denn das Bonton? Bonton, na, was soll's schon sein? Jedenfalls nicht zu essen, das weiß ich schon. Also pass auf. Bonton ist, also das ist zum Beispiel, nicht wahr, wenn man, zum Beispiel, wenn man Gäste hat und die essen sich satt und... Und trinken sich satt? Ja, dann müssen sie sagen, dass es ihnen gefällt und dass es wunderschön war. Und wenn du dann noch Geige spielst... Zum Beispiel. Zum Beispiel. Dann müssen sie klatschen. Und Bravo rufen. Und Bravo rufen, ja. Auch wenn ich falsch gespielt habe, dann müssen sie auch klatschen. Dann auch. Warum denn? Das ist eben der Bonton. Also das verstehe ich nicht. Na wenn schon, das verstehe ich ja kaum. Also los, was wollen wir jetzt spielen? Du Papi, wie wär's mit einem Lied? Ja, was denn sonst? Dachtest du vielleicht eine Symphonie? Warum nicht? Vielleicht die unvollendete. Also das schon gar nicht. Jedes Stück soll man ganz spielen oder gar nicht. Merk dir das. Aber Papi, die ist doch von Franz Schubert. Ich hab schon gesagt, entweder ganz oder nichts. Schlendrian werde ich nicht dulden. Und glotz nicht so mit deinen Gluren, ja? Ich weiß nicht, nach wem du solche blöden Augen hast. Wollen wir lieber dieses Rätsel nicht entschleiern? Das möchte ich dir auch nicht geraten haben. Spielen wir lieber ein Liedchen, so eines wie zum Beispiel... Colin, du mein Colin! Na also, das ist es. Und jetzt schön ansitzen und los. Eins... 2, 3, 4. Eieieiei, irgendwie stimmt das nicht. Du musst schneller spielen. Schneller? Ja. So? Noch schneller. Noch schneller. Ich bin schon fertig. Aber so geht's nie. Das ist doch kein wetternen Mensch. Du musst dich nach mir richten. Tia, tia, da, 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 tia, da. Verflixter Hund. Gerade jetzt, wo es so gut geht. Was willst du überhaupt hier, Jerick? Hat dich jemand zum Konzert eingeladen? Nein! Na also, niemand hat dich eingeladen, sei so gut und kusch. Ja. Hurweis, wir werden etwas anderes spielen. Und was? An der Mühle, bei der Mühle. Also schön ansitzen, Jerick, zähl. Er gibt und gibt keine Ruhe, der Hund. Willst du jetzt still sein?
Wirst du jetzt still sein? Was ist denn schon wieder? Warum spielst du nicht, Hurwinek? Ich kann nicht, Papi. Vor jedem könnte ich, aber vor dem Jerik nicht. Er versteht nichts von deinem Bonton. Ciao, Papi. Wo warst du denn so lange? Im Park. So spät noch, wenn die Nacht schon hereinbricht? Ich bin schon seit Nachmittag dort gewesen. Nachmittags macht es mir nichts aus. Jetzt abends geht es mir gegen den Strich. Wenn da langsam alle Dings da hinkommen und anfangen sich... Na, ich hab... Um diese Zeit hast du nichts auf der Straße zu suchen. Aber... Du sollst zu Hause sein, aber... Die gute Nachtsendung hören, aber... Und marsch ins Bett. Aber ich war ja nicht allein dort. Und mit wem, wenn ich fragen darf? Mit der Manitschka. So spät noch? Wir sind schon seit dem Nachmittag dort gewesen. Nachmittags macht's mir nichts aus, hab ich gesagt. Mir geht es so spät gegen den Strich. Und überhaupt, was habt ihr denn da getan, wenn ihr es dort schon seit Nachmittag ausgehalten habt? Na, gespielt haben wir. Bis jetzt am Abend? Jawohl, bitte. Und was habt ihr gespielt? Jetzt, wenn man die Hand nicht mehr vor den Augen sieht? Wir haben nachmittags gespielt. Nachmittags ist mir das egal. Jetzt abends. Was habt ihr da gespielt? Blinde Kuh. Sei nicht frech, sonst stelle ich dir die Holzschuhe vor die Tür. Aber wirklich, im Ernst, Vati. Aber dann genierten wir uns durch irgendwie und haben Vater und Mutter gespielt. Was? Wie? Na, wie man eben Vater und Mutter spielt. So wie die anderen. Welche anderen? Na, die Dings da, die da hinkamen. Also bitte, da habt ihr ihn, das kleine Einmaleins. Das sind für ihn spanische Dörfer. Aber den Teufel am Bart zupfen, das kann er schon. Roll nicht immer so mit den Augen. Also ich verstehe dich überhaupt nicht mehr. Du sprichst in Rätseln. Dafür verstehe ich dich umso besser. Das ist auch deine Idee. Wie hast du gesagt, Vater und Mutter spielen, wenn es zu Hause wäre. Meinetwegen. Wo man es nicht sieht, nicht wahr? Dann von mir aus. Aber... Und überhaupt, wie spielt man das? Du kennst das nicht. Auf diese Weise jedenfalls nicht. Also wie war es? Na, wir haben uns bei der Hand gehalten und so. Was heißt und so? Und so. Was heißt und so, hab ich gefragt. Na, und ich wollte Manitschka überreden, weil sie nicht wollte. Was? Also du hast die Manitschka überreden wollen? Jawohl, bitte. Und sie wollte nicht? Sie wollte nicht. Und weißt du, was ich jetzt tun werde? Ich hole den Dr. Rohr von Spanien und werde dir damit eine Medizin verabreichen, dass dir... Wozu wolltest du sie überreden? Na, ich wollte... Na? Die Manitschka überreden. Na? Dass wir nach Hause gehen sollen, weil es schon so spät war. Ja. Stille Nacht, heilige Nacht, da schau, was für ein fescher Kerl du bist. Ein fescher Kerl, mein Lieber. Hier kommt noch ein bisschen Watte hin. Extrablatt! Extrablatt!
Das ist Urwinek. Du Schlingel, du, ich bin hier bemüht, so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen und du platzt mir so ungehobelt in die Stimmung herein. In keine Stimmung bin ich hineingeplatzt, sondern in den Matsch. Draußen auf der Straße liegt er wieder mal knietief. Aber das macht nichts, Papi. Da ist sie. Wer? Na doch, die extra Ausgabe der Abendzeitung mit der Weihnachtsbeilage. Was plapperst du da wieder? Die letzten Nachrichten. In Prag wurden in diesem Jahr mehr Karpfen verkauft als voriges Jahr, vorvoriges Jahr und vorvoriges Jahr. Warte mal. Die Kinder sagen ihren Eltern, warte mal, brennt nicht Wunderkerz in der Nähe der Gardinen ab, sonst brennt er aus, wie ich du er sie es. Extrablatt, Extrablatt. Na, so kann ich mich auch nur ein bisschen über dich freuen. Keine Spur von Weihnachtsstimmung. Dass mir das nicht gleich eingefallen ist, dass da wieder eine von deinen Lausbibereien dahinter steckt. Weißt, einer so festlich gestimmt, aber dafür bist du ja immer zu haben, das glaub ich schon. Aber dass du beim Betreten des Raumes deinen lieblichen Vater höflich grüßest, das fällt dir natürlich gar nicht ein. Und deine Holzpantinen hast du natürlich auch nicht geputzt. Marsch zur Tür hinaus, Schuhe abputzen, klingeln, eintreten und höflich grüßen. Sonst vergesse ich, dass die Weihnachten ein Fest des Friedens sind und lege dich übers Knie. Na, was ist mit dir? Mädchen, ich kann offenbar nicht eintreten. Wieso? Du hast gesagt, ich soll mir die Schuhe abputzen. Natürlich. Das hab ich gemacht. Na so. Dann hast du gewünscht, ich soll klingeln. Und da weiß ich nicht, was ich tun soll. Anklingeln doch. Das geht nicht. Warum sollte das nicht gehen? Weil uns jemand die Klingel gestohlen hat. Dann kann ich doch auch anklopfen, nicht? Jawohl, bitteschön. Na, was ist denn? Ich warte, bis du geklopft hast. Junge, Junge, ich werde noch verrückt mit dir. Du sollst klopfen. Wer steht hinter der Tür? Du oder ich? Na, du doch. Ich stehe ja vor der Tür. Also, komm herein und grüße schön. Und soll ich klingeln? Das heißt klopfen. Wie hab ich dich's gelernt? Jawohl, bitteschön. Das nennst du Klopfen? Das muss richtig kräftig sein, damit man drinnen sofort merkt, was kommt. Eine Katastrophe, jawohl! Nein, ein Besuch! Na, da könnt ihr wieder sehen, wie er ist. Jetzt schlägt er mir bald die Tür ein, dass der Kronleuchter fast herunterfällt. Bist du verrückt geworden? Gleich hörst du auf! Bitteschön, das war nicht ich. Das ist oben. Da wird der Weihnachtskarpfen geschlachtet. Das ist aber ein Gebumse. Na, siehst du, das hab ich übersehen. Weihnachten wird ja auch noch in anderen Familien gefeiert. Also komm schon herein und grüß. Einen ergebensten, angenehmen, vorweihnachtsabendlichen Spätnachmittag bitte gewünscht zu haben, liebes Väterchen. Was sollen die Freiübungen? Was ist das für ein Gruß? Spätnachmittag? Ich will damit nur andeuten, dass du auf die Uhr schauen könntest. Der Nachmittag geht langsam zur Neige und der heilige Abend steht vor der Tür. Heiliger Birnbaum, du hast recht. Es ist schon langsam 6 Uhr und der Ofen wird immer kälter. Zieh dir etwas an. Wir wollen den Karpfen aus dem Trog herausfischen. Sonst machst du dich noch nass und rühr dich ein bisschen. Jawohl, bitteschön. Na, Fritzchen, du hast wohl schon Langeweile, wie? Naja,
Bald hast du's auch geschafft. Na komm, mein Kleiner. Wo bist du denn? Warte, du bist mir zu flink. Wenn du glaubst, ich will mit dir Haschens spielen, dann irrst du dich ganz gewaltig. Piep, 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 na, komm, 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 schön. Hörst du? Du sollst dir braten kommen. Hier, Papi, du spielst mit Fritzchen Bäumchen, Bäumchen, verwechsle dich. Ich bitte dich, lass deine Bemerkungen für dich und hilf mir ihn fangen. Warum? Frag mich dämlich. Wahrscheinlich will ich mit ihm spazieren gehen. Ich kann doch nicht wissen, welche Absichten du hegst. Das sind Fragen. Was soll ich schon für Absichten haben? Ich will ihm eins hinters Ohr geben. Dem Armen. Salzen. Den Armen. Immer mehr zu rührtem Ei und Semmelbröseln wälzen. Den Armen. Und in einer tiefen Pfanne braten. Damit er nicht herausspringen kann, wenn es ihm nicht gefallen sollte. Und dann? Dann werden wir ihn schön mit Kartoffelsalat verspeisen. Aber wir müssen auf die Gräten Acht geben, weißt du? Sonst machst du wieder einen Dauerlauf zur Unfallstation. Fängst du schon wieder mit deinen Weisheiten an? Armes Fritzchen, wenn es nur ahnen würde, was ihm bevorsteht. Der weiß das ganz genau. Du siehst doch, wie er vor Ungeduld ganz aus Rand und Band ist. Ich auch schon. Pass auf, Urline, komm hier an den Rand. Wir wollen hier auf ihn warten. Und sobald er den Kopf heraussteckt... Schau, er hat ihn schon herausgesteckt. Dann stell ihn nackt auf die andere Seite. Auf. Hast du ihn? Nein. Aha, er ist da. Vorsicht, Vorsicht. Hast du ihn? Ja, ich habe. Na, also zeig her. Da. Was denn? Na, ich hab ihn. Den Ärmel meine ich. Und zwar nass. Ach so. Na dann, das müssen wir anders anpacken. Wir müssen eine neue Taktik ausknobeln. Aber damit es Fritzchen nicht hört. Hurweis, reich mir mal den Schmetterlingsfänger aus dem Schrank heraus. Meinst du das im Ernst? Natürlich. Wir benutzen ihn als Kescher. Na, wenn du meinst. Das wäre doch gelacht, wenn wir ihn nicht kriegen würden. Papi. Soll ich nicht lieber ins Fischgeschäft hinüber und irgendein fertiges Fischgericht holen? Sardinen zum Beispiel oder so? Also du, ist es drin? Ja, aber ein richtiges Tuhubabohu. Darum brauchst du dich nicht zu kümmern. Ist das hier das Netz? Nein, das ist das Haarnetz. Was für Haarnetz? Für wessen Haare? Für meine. Aber du hast doch keine. Na, ich habe sie ja auch zum Andenken in dem Netz aufbewahrt. Bist du endlich bereit? Worauf wartest du? Auf die Dinge, die da kommen sollen. Also schön vorsichtig, damit du nichts kaputt machst. So. Achtung! Vorsichtig! Warte doch! Hör auf. Steig da auf den Stuhl und pass auf, dass du nichts herunterreißt. Dann wie stellst du dir das vor? Also mach schon. Ich will es dir gleich erklären. Also, wenn der Fritz den Kopf aus dem Wasser steckt, musst du ihn so schön von unten herauf ins Netz einfangen. Ich werde ihm hier unterdessen den Weg verlegen. Damit er uns nicht in den Flur entwischt. Ja, sobald du fühlst, ja, dass er im Netz ist, ja, reißt es plötzlich zurück, verstehst du? Ja. Also mach dich bereit, auf die Plätze. Fertig, los. Pass doch auf, was hinter dir passiert. Ich hab doch hinten keine Augen. Was bist du ungeschickt? Schau, was du angestellt hast. Das ist eine Bescherung. Das ist noch keine Bescherung. Das war erst der Blumentopf. Mach dich noch lustig darüber. Ich bitte dich, versuch's jetzt umgekehrt. Wie umgekehrt? Wenn er den Kopf aus dem Wasser steckt, ja, so fang ihn wie einen Schmetterling. Wie? Einfach von oben nach unten. Achtung! Ja? Fertig? Ja? Los! Ich hab ihn! Hab ihn! Ich halt ihn, wie er um sich schlägt!
Ja, Papi, er ist gefangen. Was machst du denn? Bitte? Was machst du denn? Papi, wirklich, er war schon drin. Ja, freilich, das war doch ich. Beinahe hättest du mir die Ohren abgerissen. So geht das nicht. Und wie wär's, Papi, wenn wir das Wasser aus dem Trog ablassen würden? Der Karpfen würde dann auf dem Trockenen sitzen und seine Bewegungsfreiheit verlieren. Zieh doch den Stöpsel heraus, Papi. Du bist wohl von allen guten Geistern verlassen. Das Wasser fließt heraus und wir schwimmen dann wie alle meine Entchen auf dem See. Das wäre aber prima, Papi. Wir könnten uns dann in den Trog setzen und angeln. Solche Schnapsideen. Angeln. Halt, angeln. Das könnte ich eigentlich gehen. Wo habe ich mein Angelzeug? In der Rumpelkammer. Na dann einen Augenblick. Die Angelrute, ein Stück Stollen und er ist unser. Ah ja. Da siehst du es, Fritzchen. Und das haben wir nun Jahr für Jahr. Und da hat meiner noch eine Überraschung unter dem Weihnachtsbaum in Form meines alten Rollers, der neu angestrichen ist. Dann werden wir sämtliche Kerzen anzünden, was wir in der Regel so lange betreiben, bis die Feuerwehr kommt. Vorsicht, Urweis, Vorsicht, geh weiter, damit ich dich nicht ausspieße. So, und jetzt kannst du dich, Fritzchen, freuen. Geh, Hurwinek, zeig ihm, wo der Stollen ist. Er kann ihn wahrscheinlich nicht finden. Ich bitte dich inständig, Fritzchen, sei so lieb und tu es dem Papi zuliebe. Beiß an. Da schau, er hält scheinbar große Stücke von dir, Urweis. Er hat angebissen. Oh, ruck! Urweis, stürze dich auf ihn. Naja, das sagst du so einfach, aber wie? Du, pass auf! Vorsicht, das Fenster! Jetzt hat er sich zwischen den Ziegeln festgeklemmt. Reiß die Angelrute zurück! Naja, das sagst du so, reiß die Angelrute zurück, aber wie? Vorsicht! So. Das hätten wir. Hurra! Fritzchen hat nicht versagt. Er ist ein Held. So, Hurwinek. Ich weiß schon, Papi. Aufräumen, im Fischgeschäft Ölsardinen kaufen, die Wunderkerzen auf den Baum hängen und beim Kerzenschein warten, bis die Weihnachten hinter uns sind, das Fest des Friedens und der Liebe. Urweis, wenn du schon mein Familiengedenkenalbum anschaust, dann gib gefälligst Acht, dass du die Ecken nicht einknickst. Ja. Kannst du dir vorstellen, wie ich es in Ehren halte, das Album? Ja. Das bis an den obersten Rand von Bildnissen vergangener Generationen erfüllt ist. Hier, Papi, und das bist du, da mit dem gestreiften Leibchen? Jawohl, richtig. Das ist dein Vater im gewaltigsten Aufschwung seiner Jugendkräfte. Yeah. Wenn du's wissen willst, ich bin ein alter Sportler. Na, wenn schon. Ich auch. Was? Natürlich. Hinter meinen Schulterblättern? Und was betreibst du da eigentlich? 60 Meter Lauf. Also so geht das nicht. Da sollst du dich noch einmal unterstehen. Da rackert sich einer ab, um ihn mit Kalorien vollzustopfen. Und er verschwendet dies alles wieder auf irgendwelchen 60 Metern. Papi, gestattest du mir eine Frage? Weißt du überhaupt, was Körperkultur ist? Das fragst du mich?
Das fragst du mich, einen alten Sportler? Im Ernst, Vati? Natürlich. Aber du hast doch nie was davon gesagt. Weil ich bescheiden bin und mich nicht brüste, nicht wahr? Heute lässt irgendwer irgendwo einen Hammer fallen und schon steht es in allen Zeitungen. Tja, zu meiner Zeit gab's sowas nicht. Und was gab's zu deiner Zeit? Bescheidenheit gab es und Leistungen gab es. Na ja, aber wenn du's wissen willst, früher war der Sport was für Männer, was Hartes und eben was Mannhaftes. Mein Lieber, wenn ich daran denke, da stand ich, da stand der Gegner. Die Schläge hagelten nur so nieder, ich ging ran, er konnte nicht mehr. Ja, Papi, du hast geboxt. Wer sagt Boxen? Tischtennis spielte ich. Ich bin Pongierte, wenn du alles haarklein wissen musst. Und das soll ein harter Sport gewesen sein? Das möchte ich bitten. Kannst du dir überhaupt vorstellen, was das heißt, mit dem Kopf gegen die Tischkante zu rennen? Na dann sag ich schon gar nichts mehr. Könntest du auch gar nicht. Ja, damals, das waren Leistungen. Wie oft hielten wir bis zum frühen Morgen aus. So groß war die sportliche Begeisterung noch. Und die Preise? Was? Die Preise? Preise? Es ging noch. Ein halber Liter Bier kostete ein paar Groschen und so eine Dreipfennigsemmel kam auf na. Dreipfennig. Na eben, immer noch mal, wie weißt du das? Und außerdem, warum interessiert dich gerade das? Preise und so. Aber Papi, wir verstehen uns wohl nicht. Ich meine Sportpreise für sportliche Leistungen, etwa Ehrenurkunden, Diplome, Medaille und so. Na sag ich's doch. Der erste Preis im Turnier zum Beispiel war ein Fässchen Pilsner. Ein volles natürlich. Ja, damals. Und den richtigen Kollektivgeist hatten wir damals. Wir haben das alles schön alle miteinander gemeinsam ausgetrunken, egal ob der oder der andere gewonnen hatte. Tja, beim Sport, da gehört viel Liebe dazu. Na, schau her, na bitte, diese Fotografie, schau dir an, als Corpus Delicatesse, na? Was siehst du? Ich sehe ein Fahrrad. Gut. An dessen Lenkstangenenden dich du befindest. Sehr richtig. Du siehst meinen Apparat von Rundfahrt rund um den Marktplatz. Da ist man auf Zeit gefahren. Natürlich. Das war aber auch ein Tempo. Der Marktplatz war klein, man fuhr immer zu im Kreis herum. Na, ich fuhr vorbei so schnell, dass ich mich stellenweise geradezu von hinten sah. Und wie hast du dich platziert, Papi? Ziemlich hart. Leider auf dem Kopfsteinpflaster. Aber nein, ich meine, auf welchem Platz du gelandet bist. Ganz genau weiß ich die Stelle nicht mehr. Jedenfalls gleich dort, wo ich hingeflogen bin. Na, und da habe ich es bleiben lassen. Ich war ein viel zu großes Schwergewicht für die Fahrradlerei. So habe ich es mit dem 100-Meter-Lauf versucht. Das ist hier auf diesem Bild. Und warum hast du die Schnur mit der Zitrone um den Hals gehängt? Um auf der Strecke nicht Durst zu haben. Hier, 100 Meter, das schafft man doch in ein paar Sekunden. Ja, heute vielleicht, wenn jeder dahin hudelt, um es schon hinter sich zu haben und ja nichts gründlich zu machen. Das ist dann leicht Sieger sein, wenn man als Erster dort ist und die anderen dann hinter sich abhetzen lässt. Und hast du mit Verlaub noch andere Sportarten betrieben oder sonst was? Naja, die Ruderei und Paddlerei und Segelei zum Beispiel. Ja, das war ein Sport, mein Lieber.
Die Wellen schaukelten so sanft und mild. Und worauf bist du in die Ferne geschwommen? Auf dem Müggelsee. Aber nein, ich meine, womit du meistens gefahren bist. Skiff, Zweier, Doppelzweier, Vierer oder ohne oder mit. Mit. Wieso denn? Meistens mit Gitarre und Rucksack. Und warum hast du denn eigentlich nicht weitergemacht? Aber weil mein Magen die künstlerische Mund-zu-Mund-Beatmung nicht vertragen hat. Yeah. Dann hast du also Wasser geschluckt. Das war aber eine Blamage, dass du nicht schwimmen konntest. Yeah. Und wie hätte ich schwimmen sollen, Herrgott, wenn immer gleich Luftblasen von mir aufstiegen, du neunmal Kluger. Ich sag es eben immer wieder, das war nicht so wie heute. In meinen jungen Jahren war der Sport hart und mannhaft. Was ich mir jetzt sehr lebhaft vorstellen kann. Fatih, was ist denn eigentlich die Liebe? Bitte? Was ist die Liebe? Schwer zu sagen, Hurwinek. Du würdest es sowieso nicht begreifen. Warum? Weil die wahre Liebe ein Gefühl erfordert. Und das haben die Puppen nicht. Vati, und wie zeigt sich die Liebe? Zum Beispiel bei den Menschen. Aber... Wie zeigt sie, du Vati? Lass mich in Ruhe. Wie zeigt sie sich bei den Menschen, Vati? Aber so bleib mir doch mit solchen Fragen vom Leib. Sag, wie zeigt sie sich? Aber so lass doch. Vati... Na, zum Beispiel so, dass sich zwei gern haben. Na? Warum haben sich zwei gern? Warum haben sich nicht etwa drei gern? Aber das gibt's auch. Und oft. Das ist eine Art Kinderkrankheit der Erwachsenen, gegen die es kein Mittel gibt, außer den Rechtsanwalt. Dann dürfen sich also drei nicht gern haben? Aber ja, gern haben dürfen sie sich schon. Aber es darf keine Liebe sein, sonst müssen sie auseinandergehen. Wir auch? Wieso wir auch? Wir müssen deswegen auch auseinandergehen. Was ist das für einen Unsinn? Na, wenn ich die gern habe, ist das Liebe? Na, natürlich. Naja, aber ich habe auch Manitschka gern. Dann sind wir also drei. Das ist keine Liebe. Jetzt noch. Das ist Freundschaft. Sonst müsste ich dich verprügeln. Dann darf es also nur zwischen Männern Liebe geben. Das ist auch... Himmel, wie bist du denn wieder dann aufgekommen? Na, wenn du sagst, dass zwischen dir und mir Liebe besteht. Aber ja, nur das ist Sohnesliebe oder Vaterliebe und so, das ist wieder etwas anderes. Jetzt verstehe ich aber gar nichts mehr. Ich sag dir doch, dass die Liebe nichts für Puppen ist. Die ist nur für die Menschen da. Und wozu ist die Liebe gut, Fatih? Wozu ist sie gut? Wozu? Damit die Welt keine Nacht der Mondfinsternis sei. Jo, das hast du schön dichterisch gesagt. Kurz, damit Menschen ohne Gefühl und ohne Liebe keine bloßen Marionetten seien. Na? Ja, was sagst du da? Können denn die Menschen Marionetten sein? Wenn sie wollen, dann können sie es. Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du? Nein, aber ich werde es mir merken.